Morgen. Ja, was ist das? I don't know. Ich habe gestern meine Haare gewaschen und bin irgendwie mit Handtuch auf dem Kopf eingeschlafen. Und dann sehen die danach so aus. Die fallen dann, wie sie wollen. Irgendwie so ganz leichte. Hier unten vor allem, verstehe ich das nicht. Hier unten habe ich immer so richtige Wellen. Das hatte ich früher irgendwie nie. So, keine Ahnung. Aber es, glaube ich, kommt, habe ich von meiner Mama. Meine Mama hat nämlich eigentlich voll die glatten Haare. Und bei ihr ist es mittlerweile auch so, das hat sie auch mir letztens erzählt. Das war vor gut 10 Jahren noch nicht, dass sie da irgendwie unten immer Locken bekommen hat. Finny, nicht da drunter gehen. Und ich glaube, das habe ich von ihr. Ja, guten Morgen. Ich bin eigentlich relativ früh wach. Es ist jetzt gut 8:30 und habe mich jetzt auch schon fertig gemacht, war duschen und habe halbwegs Outfit an. Also das habe ich mir jetzt nur drüber geworfen, weil mir ein bisschen kühl ist. Und nachher kommt dann, oder was heißt nachher, jetzt gleich müsste die Nina auch kommen. So gegen, ich glaube, 10:30 wollte sie da sein. Und sie war gestern beim Friseur. Und wow, also das seht ihr gleich selber. So geil ihre Haare. Und ich habe zu ihr gesagt, bitte, 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 das nächste Mal will ich mit. Und dann mache ich mir da meinen Termin, um mir meine Haare zu verändern, weil ich will jetzt wirklich mal eine gute Veränderung haben. Und ja, das werde ich mich dann auch mal trauen jetzt. Und ja, jedenfalls werde ich jetzt mal mir meinen Kaffee machen. Frühstücken wollen wir nämlich zusammen. Dann werde ich noch kurz 2, 3 andere Dinge machen. Daily M&T. Ja, das werde ich jetzt erstmal kurz am frühen Morgen machen. Und dann, oh, ich glaube, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ihr das überhaupt seht, aber... Ja, machen wir es einfach mal weg, dann kann auch gar nichts passieren. Und ja, wir wollen heute shooten. Eigentlich wollen wir nach Zeeland fahren, also nach Holland. Ist jetzt die Frage, je nachdem, wie lange das dauert, ob wir das wirklich machen oder ob wir woanders hinfahren. Auf jeden Fall werden wir rausfahren und gucken, dass wir schöne Locations finden. So, schaut mal, wer da ist. Die Hello. Nina mit ihren wunderschönen neuen Haaren, habe ich euch ja eben erzählt. Ja. Sieht super ja. aus, sehr schön. Ja, das sieht sehr gut aus. Und ich habe uns jetzt mal Frühstück gemacht. Und das werden wir uns jetzt erstmal reinziehen. Pancakes und alles Mögliche. Und werden wir Erdbeeren mit Putenbrust. Ja, ich wusste nicht, soll ich es auf die Sachen, dann werden die warm, scheiße. Naja, auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier erstmal frühstücken, sehr, sehr spät zwar. Die Olle ist zu spät gekommen. Wir Mittagessen. Das ist unser Mittagessen. Wir Mittagessen, genau. Wir essen Mittag. Und, also, du sagst noch so, wir Mittagessen. Wir Mittagessen. Wir essen jetzt und ja, mal gucken, was heute noch so passiert. Finn guckt seit 5 Minuten diese Fliege an und ich sag zu ihm, isst sie doch. Bringt Proteine, aber isst sie nicht. Aber Hauptsache damit spielen und fast kaputt machen. Weil dann hast du ja noch alle... Finn, sie klettert unter den Tisch. Oh mein Gott, sie lebt noch. Nein, Finn, töte sie nicht. Jetzt ist vorbei. Okay, töte sie nicht. Kidding. Hier die Arme. Ja, und die legt dann Eier und dann habe ich hier ohne Ende Fliegen. Kleine ich meine, es ist Natur. Mmh, lecker. Ich habe eh gerade noch ein Stück Ei runtergeschmissen. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier aufgegessen. Und ja, das ist mein zweiter Kaffee. Lecker. Ja? Sehr gut. Nina muss ich gleich noch den Pfannkuchen da hinten reinpfeifen, weil ich habe auch 2 gegessen. Die isst nur immer wie so eine Schnecke. Langsam geht's nicht. Guck, er denkt sich jetzt so, shit, warum habe ich sie nicht gekrallt? Sie war doch so lecker knackig das letzte Mal. Boah. Hallo, Maren ist jetzt auch mal wieder für dich. Genau, ich brauche noch meinen Lip Liner. Wir werden nämlich heute shooten und dafür brauche ich noch meinen Lip Liner. Aber irgendwie finde ich hier gerade meinen Lip Liner nicht. Ich werde nämlich jetzt bald einen DM-Haul wieder drehen und den habe ich mir nie wieder neu gekauft. Ja, ihr denkt euch bestimmt auch so, alter Maren, 2 Millionen mal den Lip Liner. So, würdest du die Schuhe nehmen? Ja, ja. Perfekt. Mein Auto Schlüssel an. Mmh, ja. Kameras bei dir noch im Auto? Ja. Yay. So, wir werden jetzt mal gucken, was wir so alles shooten können. Ich habe ganz viel mit. Und da wird schon irgendwas Cooles sein. Ivy, lass uns einmal vorbei. Ich mache jetzt einfach einen Schwung. Nein, 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 sonst rennt sie raus. Oh, mit Schwung die Tür. Meinst du, nein? Nein, 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 nein. Allerdings wird sie nicht immer raus, du kleine Hexe. Würde ich mir mal Gedanken machen. Ja, ich mache ja halt die ganze Zeit immer mit ihr dieses Wir gehen raus Spiel. Ich gehe mit der runter, bis runter ins in den Keller.
Und dann fahre ich mit ihrem Aufzug wieder hoch. Hat die nicht mega schissiert? Nein, gar nicht. Die rennt dann, die weiß ganz genau, wenn sie im Keller ist, drücke ich die Tür auf, geht sie in den Aufzug und setzt sich hin und wartet, bis er aufgeht. Scheiße. Stell mal vor, die Quetsche. Habe ich jetzt abgeschlossen? Nein, habe ich nicht. Shit. Ja, dann hol du schon mal deine Kamera. Was könnte ich tun? See you later. Hallo. Willst du mit hochfahren? Nein, ich glaube. Okay, das ist gut. Danke. Unser Nachbar läuft wie ich. Ich laufe nämlich auch eigentlich immer, aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht gelaufen, weil ich habe einen Rock an. Und dann will ich jetzt nicht laufen. So. Und Sicherheitsschloss. Wir haben nämlich ein Sicherheitsschloss. Guckst du eigentlich Orange is the New Black? What is? Orange is the New Black. Warte dich. Orange? Ist das neue Schwarz? Ja gut, was ist das denn? Leute, hatet sie dafür nicht. Tut mir den Gefallen, hatet sie nicht dafür. Orange is the New Black, die neue Serie, wo es eigentlich überall, egal wo du hingeguckt hast, nur Werbung für gibt. Diese Knast-Serie. Dein Ernst, Nina? Dein Ernst? Es ich gucke kein Fernsehen. Leute, das läuft auf Netflix. Ich gucke auch kein Netflix, ja witzig. Also, okay, gut. Woher soll ich denn okay, Netflix Leute, dann müssen wir es ihr verzeihen. Was ist denn Netflix überhaupt? Okay, das verzeihen wir ihr jetzt auch. Ja, geiler Vergleich, why not? Wer guckt einfach. Von euch noch GZSZ? Es tut mir echt leid an die Leute, die jetzt das voll lieben, aber... Soll ich durchfahren mehr? Wir sind nämlich gerade bei der 7. Du einfach dir... Nee, das ist perfekt hier, aber einfach da vorne kannst du gerade aus. Ich wollte eigentlich so meinen vielleicht eigenen... nicht gegen den Kreisler, aber... Kreisler? Der Kreisler macht... Ah, weil das witzig gewesen, also wem auch immer dieses Kreisler... Ich stelle mich so, oder? Ja, mitten auf die Straße, schon ziemlich gut. Mitten auf die Straße. Ich habe eigentlich extra so geparkt, weil jetzt irgendeiner bestimmt das Auto wieder so kacke öffnet und mir die Tür dran knallt, wie letztes Mal. Ja, dann fahr geradeaus. Nee. Ja, genau. Genau. Also nur wenn du diese Login-Daten hast, ist auch Real Sky, oder? Ja, genau. Aber ja, ich glaube, du kannst es auch online schauen. Ich weiß es nicht. Ja, siehst du, von wegen. Naja, auf jeden Fall. Also hatet mich nicht. Hatet ruhig mal. Mich sollen sie haten. Kidding! Hatet mich nicht, hatet aber ruhig mal ran. Okay, viel Spaß dabei. So. Nein, tut es nicht. Jetzt werde ich gehatet, dass ich dich haten möchte. Ja, du willst mich dann haten? Dann haten wir uns alle und dann... Leute, alle meine Peaches auf sie! Nein, Quatsch. Nur weil ich kein Netflix habe, tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass das ein Grund ist, dass unsere Freundschaft jetzt hier dran zerbricht. Ja, du, ganz ehrlich, steig einfach auf meinem Auto aus. Nächstes Outfit. Ja, ich weiß, die Tasche passt jetzt absolut nicht dazu. Die ist aber auch jetzt nur dabei, weil ich keinen Bock habe, diese fette Tasche wieder mitzunehmen. Und wir haben schon voll die schönen Fotos gemacht. Und guck mal, den hat auch die Nina. Das habe ich uns aus Dubai ja mitgebracht. Yeah. Ja, es war die Masand und meine Nägel sind der Grauen überhaupt. Zerschrecken. Das Grauen, der Grauen. Der Grauen! Meine Nägel sind der Grauen. Guck dich das mal an, oh Gott. Ich habe meinen scheiß Nagellack-Termin, also meinen. Ja, okay, mein Nageltermin. Ich muss euch hinstellen, sonst. So. Mann! Ja, kick bitte meine Kamera nicht runter. Don't do this. Kannst du diese unnötig weg? Ja, sorry, Chevin. Ja, Leute. Jedenfalls mein Nageltermin. Den habe ich verpasst. Wollte ich nur mal so sagen. Mach mal den Dutschhörer wieder. Essenszeit. Yummy. Und Nina macht wieder Fotos für Instagram, wie immer. Ja, schmeckt einen großen Salat, Body Smoothie und einen. Wie hieß der nochmal? Spring Break. Spring Break mit Ingwer, Minze, Mango, glaube ich, Apfel oder so. Und meiner ist halt mit Banane, Naturjoghurt, Erdbeeren und Honig, so wie ich eigentlich auch immer mein Frühstücks-Smoothie mache.
Und jetzt gibt es hier richtig geilen Salat und ich freue mich da jetzt voll drauf, weil ich habe mega, 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 mega Hunger. Ich auch. Und aufs Essen. Ich auch. Du musst nicht immer warten. Nina, was meinst du? Ja, hier riecht es auch komisch, ne? Ja, wir sind jetzt gerade noch am Bahnhof. Was meinst du? Habe ich eine Knolle oder habe ich keine Knolle? Ich weiß es nicht. Ich also wir nicht. Waren jetzt eine Stunde hier, nicht mal. Wir waren eine Dreiviertelstunde ungefähr hier. 5 Euro kosten 1,5 Stunden und dann kann man nicht mal Scheine einwerfen. Ja, das Ding ist ja, wir wollten es ja machen, aber es gab keinen Schein. Also, sorry, aber dann haben wir ja jemanden gesagt, ne? Und dann meint der nur, nee, wechseln können wir nicht. Ja, ja, und dann habe ich mir auch nur so gedacht, okay, was meinst du? Ich glaube nicht. No. Ich sag euch jetzt nicht alle, aber wir haben schon mal so ein paar rausgesucht, die wir persönlich ganz cool finden. Das sind von der Nina ein paar Fotos. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne folgen auf Instagram. Nina Lauren heißt sie dort und macht auch echt coole Sachen. Das ist mein Lieblingsbild von ihr. Das ist so schön. Und dann kommen natürlich auch noch ein paar von mir, aber mehr will ich euch gar nicht zeigen. Und ja, ich habe jetzt hier wieder meine pinke Jacke an, die so absolut gar nicht zum Outfit passt, aber mir ist einfach gerade voll kalt. Ich habe nämlich meiner Mama und mir was bestellt und zwar bei Mango. Da gab es nämlich Sale und meine Mama fand eine Bluse so schön und die habe ich ihr jetzt bestellt. Und ja, keine Ahnung, irgendwie sollte die heute ankommen, aber jetzt ist nichts im Briefkasten, also kein Zettel. Wow, ganz schön hell, ne? Kein Zettel ist im Briefkasten, von wegen, das Paket wurde beim Nachbarn abgegeben oder das Paket ist bei der Post oder so. Ja, und morgen morgen früh fliegen wir halt schon wieder nach Berlin. Das heißt, wenn es morgen ankommt, kann es niemand annehmen, außer der Nachbar, es sei denn, ist überhaupt ein Nachbar da. Und Tobi ist auch noch nicht da, obwohl der eben da war und wir uns voll verpasst haben, weil ich bin 5 Minuten später gekommen, da ist er wieder gefahren, weil er noch was wegfaxen musste irgendwie auf der Arbeit. Und ja. Toll. Die da hinten lügt die ganze Zeit nur rum. Nein, gar nicht. Natürlich. Ich sag, warum hast du meine Kamera mitgenommen? Alter, ist sie dir runtergefallen oder ist was an der Tasche passiert, weil die hat einen Kratzer? Nee, den Kratzer hat die jetzt schon seit 4 Wochen. Da, kein Scheiß, wo ist der? Wo ist der Kratzer? Der Kratzer, der ist direkt neben diesem komischen Schwarz. Nein, den meine ich nicht. Nein, den meine ich nicht. Der ist schon seit 10 Wochen da. Ich meine, den da. Guckt mal, ich habe mir wehgetan gerade eben. Mmm, lecker, aufgerissen. Und guck mal hier, was geht ab? Ich habe ins Stempelkissen gepackt auf der Arbeit, ich Idiot. So, ja, ich war gerade noch einkaufen. Und jetzt seid ihr wieder so gelb. Was geht ab? Ja, was habe ich gekauft? Ein bisschen was zu trinken. Habe ich geholt, das kann direkt mal in den Spind. So, und dann Eisbergsalat, Hähnchenstreifen. Schatz, ich habe dir Eier mitgebracht. Oh, danke schön, ich habe mich heute ziemlich viele. Ja, schon. Und ich habe dir Activia Erdbeere mitgebracht. Kein Ding! Nee, ich habe ja kein Ding gesagt. Finn, was geht ab? So, wir neigen uns langsam dem Ende zu meinem Essen. Ich muss jetzt einmal. Dann kommt die Tomatensoße. Ich habe mir auch gerade schon einen Salat gemacht mit Joghurtdressing und Hühnchen. Wow, und so sieht mein Essen aus. Ein Salat mit Hühnchen und Joghurt. Ja, ein bisschen Toast für nebenbei. Und Maultaschen mit Sauce Toscana. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt gerade trainiert und es ist jetzt mittlerweile gleich 12:30 morgens. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie jemand, ich kann nicht morgens trainieren. Ich trainiere lieber abends. Und ja, irgendwie ist es heute ein bisschen spät geworden. Und deswegen habe ich erst so gegen 11:30 angefangen.
und ja, brauche dann ab und zu mal auch längere Pausen, zumal ich gestern beim EMS-Training war und überall Muskelkater habe. Besser spät als gar nicht. Und morgen früh müssen wir ja relativ früh aufstehen. Ich glaube um 7. Nee, warte mal. Ja, doch, so um 7 müssen wir aufstehen, weil wir nämlich morgen nach Berlin fliegen. Und deswegen sage ich euch jetzt gute Nacht. Ich gehe jetzt duschen, wünsche euch einen wundervollen Abend. Falls ihr es jetzt um 19 Uhr gucken solltet und eine der ersten seid, die immer Daily MNT schauen, dann wünsche ich euch einen wundervollen Abend. Ansonsten wünsche ich euch generell einen wundervollen Tag. Träumt was Süßes und wir sehen uns am Morgen. Tschüss!